Das ist eine Granate für eine Panzerfaust. Wir sind während einer Mission unter Panzerfeuer geraten. Ich besuche einen geheimen Ort der ukrainischen Armee unmittelbar vor der Ostfront. Hier ruhen sich die Soldaten zwischen den Gefechten aus, können zumindest etwas entspannen. Die Gefahr ist trotzdem allgegenwärtig. Direkt hinter ihrem Haus haben die Soldaten einen Schützengraben ausgehoben, um sich hier bei Beschuss verstecken zu können. Einige Meter weiter führt mir der 49-jährige Peter vor, womit sie die Russen beschießen. Das ist eine Granate für eine Panzerfaust, um die Technik des Feindes zu zerstören. Auch Minen und Munition lagern sie hier. Ein amerikanischer Panzer wartet auf seinen Einsatz. Doch immer wieder erlebe ich ausgelassene Soldaten, bemüht, die Stimmung hochzuhalten. Denn alle wissen, der nahende Winter wird zur nächsten Bewährungsprobe.